Hallo, Ralf Tüttetek hier mit einem neuen Video. Ja, ich zeige euch mal mein Blu-ray und DVD-Update für diesen Monat noch. Also was mir jetzt noch für meine Sammlung geholt habe. Einmal ein Comicfilm mit Tom Hardy, Venom. FSK 12 freigegeben. Ist einmal der Film. Dann die Fortsetzung Venom, Let There Be Carnage. Den habe ich mir günstig von Markov geholt. Ja, genau, das ist die Fortsetzung. Dann habe ich hier den Film 21 Bridges mit Chadwick Boseman und Sienna Miller. Das ist einmal der Film. Da habe ich einen Film mit Gerard Butler geholt. Das ist so ein Katastrophen-Thriller. Greenland heißt der. Das ist einmal der Film hier von Tobis und Leonine. Achso, da haben noch andere Filmfirmen mitgewirkt. Genau. Einmal Greenland mit Gerard Butler. Achso, der hat sich im Kino gesehen. Und ja, der hat mir ganz gut gefallen und ich schaue dem demnächst jetzt zum zweiten Mal. Genau. Dann habe ich einen Film, den hatte ich mal von der Filmbörse geholt. Fanboys heißt der. Und den werde ich jetzt noch zum zweiten Mal gucken. Und ja, dem gebe ich nochmal eine Chance, den Film. Genau. Den habe ich eigentlich ganz gut in Erinnerung. So, dann einmal ein alter Film aus den 80ern, aber ich weiß es nicht genau, aus welchem mir das ist. Gitzgeorge Szymanski, Zahn um Zahn, das ist einmal der Film hier. Der erste Szymanski-Kinofilm, FSK ab 16. Ja, mal sehen, also rum. Ja, mal sehen, wie der so ist, ne? Also, wie gesagt, ein alter Film, den ich bis jetzt noch nie gesehen habe. So. Dann ein Film nach einem. Ach so, nicht nach einem Roman von Michael Crichton, sondern ein Film, wo Michael Crichton Regie geführt hat. Mit Tom Selleck, Runaway, Spinnen des Todes. FSK ab 16, keine Ahnung, warum der noch nicht runtergestuft ist. Weil so übermäßig brutal ist er nicht. Also. Da gibt es viele Filme auf Surf heutzutage, die viel brutaler sind. Genau, das ist einmal der Film. Dann dieser Film, die Herberge zur sechsten Glückseligkeit. Um eine Missionarin in China, aber ich weiß jetzt nicht, in welchem Jahr das spielt. Schon ein bisschen, auch schon ein bisschen älter der Film, ne? Aber, ich weiß auch nicht, aus welchem Jahr der Film ist. Den hatte ich sogar schon mal in meiner Sammlung, aber der ist mir irgendwie abhanden gekommen. Aber jetzt habe ich ihn halt wieder. So, und da freue ich mich auch schon auch sehr drauf, den ja demnächst zu gucken. El Dorado mit John Wayne und Robert Mitchum. Genau. Das ist einmal der hier. Ja, gut. So, das war mein zweites Blu-ray und DVD-Update für Januar. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und könnt ihr mal was in den Kommentaren zu schreiben, ob ihr die Filme kennt oder ob ihr welche schon davon gesehen habt. Und dann würde ich schon sagen, bis zum nächsten Video.